In der Landschaft des Online-Shoppings und Bankings ist der Computer zu unserem wichtigsten Werkzeug geworden. Noch nie war es so einfach und schnell, Rechnungen zu bezahlen, Geld zu überweisen und online einzukaufen. Diese digitale Bequemlichkeit beinhaltet jedoch die Übermittlung sensibler persönlicher Informationen über das Internet. Kontodaten, Kreditkartennummern, Passwörter und andere private Daten. Dies sind genau die Art von Informationen, die Hacker gerne abfangen möchten. Cyberkriminelle sind unerbittlich auf der Suche nach diesen Daten, sodass wir bei der Absicherung unserer Online-Transaktionen unbedingt wachsam sein müssen. Wir stellen vor, SafePay. Der sichere Browser von Bitdefender, der in die Windows-Sicherheitslösungen integriert ist, wurde entwickelt, um Online-Banking, E-Commerce und andere Online-Transaktionen zu schützen. Wichtige Funktion: SafePay arbeitet auf einem separaten Desktop und isoliert sich von anderen Browsern und Prozessen auf Ihrem Computer. Für zusätzlichen Datenschutz löscht es alle Browserdaten, wenn Sie den Browser beenden, und lässt keine Erweiterungen von Drittanbietern zu. Die virtuelle Tastatur verhindert, dass Hacker Ihre PIN-Nummer und Passwörter mit einem Keylogger stehlen können. SafePay verhindert alle Versuche, Screenshots von Ihrem Bildschirm zu machen. Das integrierte VPN sichert Ihre IP und verschlüsselt den Datenverkehr in ungesicherten Wi-Fi-Netzwerken. Durch die Integration von Bitdefender Password Manager speichert und füllt es automatisch Ihre Passwörter. SafePay unterstützt Lesezeichen, sodass Sie schnell Ihre Lieblingswebsites besuchen können. Sie können jedoch in SafePay auf jede beliebige Website zugreifen, nicht nur auf Finanzseiten. Standardmäßig fordert Bitdefender Sie auf, SafePay zu starten, wenn Sie eine Bank-Website besuchen oder wenn Sie online einkaufen und die Zahlungsinformationen eingeben müssen. Sie können SafePay auch manuell über das Bitdefender-Dashboard starten. Das Privatsphäre-Menü in der Bitdefender-Oberfläche. SafePay-Einstellungen. SafePay starten. Oder indem Sie in der Windows-Taskleiste nach SafePay suchen. Die Verwendung von SafePay ist intuitiv. Geben Sie die gewünschte URL in die Adressleiste ein. Öffnen Sie mehrere Registerkarten, um verschiedene Websites zu besuchen. Navigieren Sie rückwärts und vorwärts. Oder aktualisieren Sie Seiten. Setzen Sie ein Lesezeichen für eine Seite, indem Sie auf den Stern neben der Adressleiste drücken. Öffnen Sie die virtuelle Tastatur. Vergrößern und verkleinern. Dokumente drucken. Automatisches Ausfüllen von Kreditkartendaten und Passwörtern mit Password Manager. Klicken Sie auf die Schaltfläche zu Desktop wechseln in der unteren linken Ecke, um zwischen SafePay und dem Desktop zu wechseln. Sie können Lesezeichen für häufig besuchte Websites hinzufügen. Besuchen Sie einfach die Website in Bitdefender SafePay und klicken Sie auf den Stern rechts neben der Adressleiste. Wählen Sie, ob sie automatisch in SafePay geöffnet werden soll oder nicht. Klicken Sie auf Erstellen. Die Lesezeichen werden standardmäßig angezeigt, wenn Sie SafePay starten. Hier ist eine weitere Möglichkeit, ein neues Lesezeichen hinzuzufügen. Klicken Sie auf die Plus-Schaltfläche. Fügen Sie den Namen und die URL der Website hinzu. Aktivieren Sie dieses Kästchen, wenn Sie möchten, dass die Website automatisch in SafePay geöffnet wird. Klicken Sie auf Erstellen. Von hier aus können Sie ein Lesezeichen öffnen, bearbeiten oder löschen. Klicken Sie auf das Menü und wählen Sie Einstellungen, um SafePay zu konfigurieren. Bitdefender SafePay-Regeln auf aufgerufene Domains anwenden. Dort werden die Websites angezeigt, die Sie mit der Option automatisch öffnen in SafePay als Favoriten markiert haben. Wenn eine Website nicht mehr in SafePay geöffnet werden soll,
klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol neben dem Eintrag. Pop-ups blockieren. Sie können Pop-ups blockieren, indem Sie auf den entsprechenden Schalter klicken. Um Pop-ups auf bestimmten Seiten zuzulassen, geben Sie die Adresse in dieses entsprechende Feld ein und klicken Sie auf Domain hinzufügen. Um eine Website aus der Liste zu entfernen, tippen Sie auf den Mülleimer. Sie können Ihre digitalen Zertifikate in SafePay installieren. Klicken Sie einfach auf Importieren und folgen Sie den Schritten auf dem Bildschirm. Virtuelle Tastatur verwenden. Die virtuelle Tastatur von SafePay wird automatisch eingeblendet, wenn ein Passwortfeld ausgewählt wird. Mit dem Schalter können Sie diese Funktion ein- oder ausschalten. Druckbestätigung. Aktivieren Sie diese Option, wenn SafePay vor dem Drucken eine Bestätigung anfordern soll. Wenn Sie eine Banking-Website besuchen oder einen Online-Einkauf tätigen, ist Bitdefender so konfiguriert, dass eine Benachrichtigung angezeigt wird, die Sie auffordert, SafePay zu verwenden. Um SafePay-Benachrichtigungen zu deaktivieren, klicken Sie auf Privatsphäre auf der Bitdefender-Oberfläche. Klicken Sie im SafePay-Fenster auf Einstellungen. Deaktivieren Sie SafePay-Benachrichtigungen auf der Registerkarte Einstellungen. Bitdefender kann so eingestellt werden, dass beim Start von SafePay automatisch eine VPN-Verbindung aufgebaut wird. Dies ist vor allem dann nützlich, wenn Sie öffentliche WLANs für Online-Zahlungen nutzen. Um die VPN-App zusammen mit SafePay zu starten, klicken Sie auf Privatsphäre auf der linken Seite der Bitdefender-Oberfläche. Klicken Sie im SafePay-Fensterbereich auf Einstellungen. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Einstellungen die Option VPN mit SafePay verwenden. So einfach ist das. Vielen Dank fürs Zuschauen. Erfahren Sie mehr unter bitdefender.de/help, dem Bitdefender Support Center.